Hallo liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und willkommen in der Meisterliga. Endlich wieder Meisterliga. So rum, ja. Mit Ho-Oh, natürlich Ho-Oh ist verbessert worden wegen Einäschern. Ich denke mal, Ho-Oh wird man deswegen auch mehr sehen. Deswegen habe ich hinten auch Kyogre und Zekrom. Weil ich hoffe, dass Ho-Oh vielleicht unter Umständen mehr in der Backline gespielt wird. Aber wir gucken mal. Natürlich, ich habe eine doppelte Elektroschwäche im Team. Aber ich habe auch eine vierfache Resistenz gegen, sag ich mal, Elektro. Hinten. Mile 3. Mal gucken. Okay, pfui. Na, das mag ich gar nicht. Boah, das macht aber Schaden gegen Mewtwo. Das macht aber guten Schaden in Mewtwo. Ja, okay, Mewtwo wird immer da sein, ja. Das ist ein Krypto hier. Angriff singen, perfekt. Der liebe Kai. Ja, ist in Ordnung. Dann lasse ich Kai draufgehen. Ich muss echt hier gucken, ne? Womit ich hier echt reingehe. Mewtwo ist wenigstens weg. So, kommt jetzt Kai? Nein. Ein Seeschen. Interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, schön. Ich habe gut Energie auf Ho-Oh. Seishin ist weg. Oh Gott, viel Spaß, mein Freund. Der Gegner war, glaube ich, nicht so wirklich auf Ho-Oh eingestellt. Kann das sein? Oh, es ist aber auch lucky, dass ich andauernd die Abschwächung kriege, ne? Ja, das überlebe ich auch. Weil, auch wenn es Psychokinese ist, das überlebe ich. Na, ist das noch Sternhieb, überlebe ich so oder so. Und jetzt nehme ich Metagross raus. Respektiert keiner hier Ho-Oh? Also die Einäscher machen ja böse Schaden von Ho-Oh jetzt. Mein lieber Scholli. Das ist schon heftig. Oh, krass. Ich hoffe, dass wir ein Ho-Oh mal hinten erwischen. Steve 25222. Okay, leider vorne. Ich habe eine Idee. Wir holen uns schön Energie. Und gehen auf Sekrom. Schade. Okay. Das ist ein Sekrom-Konter. Das ist sehr interessant. Das ist jetzt aber extrem interessant, dass das dein Konter ist gegen, ne? Zekrom. So, im Gleichstand. Ich habe sogar zwei Kreuzdotter. Er schildert, okay. Oh, ich schilde auch. Wäre ja doof, wenn ich jetzt nicht schilde. Eins, zwei, drei, vier.
musst du nochmal einsetzen, weil sonst kommt er zur Attacke. Aber mit seinem Ho-Oh muss er. Okay, Monetigo. Ich gehe in Kai. Schilde hier nichts. Ich habe noch ein Kreuz sondern übrig. Okay, er schildert hier, das ist gut. Dann habe ich für drüben Kreuzern already. Na, ich schütte den ersten nicht. Ich habe immer noch Knirscher Kreuzsonner übrig. Ja. Ja, er gewinnt die Gleichstand leider. Oh, jetzt auf Sturzflug gehen, das ist aber wild. Das ist jetzt wild. Das war doch klar, dass ich jetzt schilde. Ah, das reicht dann für dein Ho-Oh. Na, dann kommt jetzt. Oh, gegen Monetigo macht das auch übelst Schaden. Ist keiner auf Ho-Oh so wirklich vorbereitet hinten? Also, mein Team fliegt jetzt hier ganz gut durch, wa? Ich hätte auch den lieben Kai jetzt eigentlich auch chillen können. Aber nö, nö. Hätte ich nicht gedacht, dass er Monetigo schildert. So, nächster Kampf beginnt. Es läuft unerwartet gut, Tatsache. Obwohl ich die Meta hier jetzt noch nicht kenne, ist mein erster Meister. Das ist schön. Das ist schön, dass du vorne bist. Hehe. Ja, das ist egal. Das ist egal. Du kriegst trotzdem Schaden. Ich kann hier reingehen. Absenkung leider nicht, aber du musst eh gleich schillen. Ich werde hier bestimmt nicht schillen. Und dann bin ich auf der letztes Pokémon gespannt. Bubba, ja, mir egal. Aber wäre cool, wenn ich zum zweiten Kreuz dann noch kommen würde. Ja, du musst chillen. Nein, es wird leider nichts mehr. Gehe ich dem lieben Kai? Weil ich predikte, dass er einfach blind Antikraft drücken wird. Jo. Na, schade. Aber, naja. Antikraft ist es auch so. Ich glaube, jetzt gehe ich in Ho-Oh einfach rüber. Maybe? Nee, noch nicht. Ja. Setz alles auf Ho-Oh. Soll er hier machen. Ja. Ein Escher macht schon gut Schaden. Ich werde Psychostoß auf jeden Fall noch überleben. Das hat der Gegner verloren. Das hat der Gegner klar verloren. Er bräuchte drei Psychostöße. So, den stelle ich schon mal nicht mehr. Da bräuchte Mewtwo jetzt schon Steinhagel oder Steinkante am besten. Und jetzt haben wir den Sturzbacher Sturzflug.
Und tschüss. Bam. Okay. Die sind. Keiner hat Kyogre? Wo ist Kyogre? Wo ist Zekrom? Keiner ist auf hier Ho-Oh vorbereitet. Was ist denn da los? Erftos. Erftos. Ist der nächste. Ah, ja, Dragoran. Dragoran. Ah, hier muss ich keine Drachenklaue fürchten. Okay. Stotzbacher Sturzflug. Ich gehe rüber. Ich schilde nicht. Okay. Das ist aber nicht schlecht. Du hast doch bestimmt noch einen Metagross hinten. Wo sind die Alter eigentlich hin? Naja, ich kann jetzt hier reingehen. Du bist eh abgesenkt, von daher ist mir das voll Wumpe. Du machst trotzdem Schaden. Mein lieber Scholli, hätte ich jetzt nicht gedacht. Leider schaffst du noch einen. Abbruchklinge, ja. Ich gehe auf Läuterfeuer. Blinder Läuterfeuer. Er wird eh schön. Genau deswegen. Ah, ich muss schön. Ich muss schön. Wobei, hätte ich schön müssen? Ich weiß es noch nicht. Wenn du Metagross-Tatsache hinten hast oder Stahlobor. Oh, gut, dass ich das noch erreicht habe. Gut, dass ich das noch erreicht habe. Jetzt gehen wir gleich in den Kai. Okay, Müllmetall. So. Kraftkoloss, ja. Okay, jetzt haben wir es eh gewonnen, weil Kyogre gewinnt den Gleichstand gegen Müllmetall. Boah. Und jetzt hast du auch wieder die Attacke. Die hätte ich aber eh überlebt. Okay, war ein anderes Team, als womit ich gerechnet habe. Aber okay. Ja. Ja. Oh Gott, was war denn das für ein Geräusch? Jesus. Aber ja, ich denke, Meisterliga können wir schon heimisch sein. The Angel Berry. Mal gucken. Okay, hier haben wir wieder Müllmetall. Mal sehen, ob hinten die Alga gleich ist. Ja, jetzt muss ich einmal schön, leider. Oh, Donnerblitz. Auch Donnerblitz ist aber nicht die Linie vorher. Ah, das ist gut, ich krieg hier Läuterfeuer raus. Ja, ich krieg nur eine Finsteraura ab. Brauche nicht schön. Ich fahre mal runter. Gemütlich. Melmetall mit. Ja, das ist gewonnen.
Ja, muss schön. Ich gehe hier rein. Kyogre rockt das eh zum Schluss. In der Antikraft überlebe ich eh noch. Ja, das musst du jetzt eh schön. Runterfahren kannst du nicht. Okay. Dann gehe ich hier rein. Dann ist das ein schöner Sieg für mich. Und ich werde Kyogre und schön. Bei den Rest macht dann ein Eschern. Beziehungsweise wird mich das eh noch nicht besiegen. Er wird Antikraft haben oder höchstens Aeroas. Ah, das macht beides nicht genug Schaden. Perfekt. Okay, ich glaube, das war gerade mal jetzt schon mal ein 5-0. Wenn ich mich nicht jetzt direkt irre. Und das als Meisterliga-Start ist schon nice. Ja. Also den Sternstaub lasse ich mir ultra gerne schmecken. Rotomorph ist auch okay. Hätte ich lieber im Krypto. Für die Meisterliga habe ich ja schon Stahlobor. Mal gucken, was du sagst. Ja, kein gutes. Und wir kriegen Punkte dazu genau auf 2150. Ja, schön, schön, schön. Das waren 79 Punkte, glaube ich sogar. Nicht schlecht. Ne, nicht 69. 69 Punkte müsste es gewesen sein. Ist aber auch nicht schlecht. Mal gucken, was im zweiten Set jetzt hier so abgeht. Kampf beginnt. Bin mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Quiz. Auf jeden Fall Quiz. Nicht Quiz, sondern Quiz. Rokoran, ja. Wenn es das Team ist, was ich hoffe, dass es das ist. Dann wäre das so gut, wenn ein Stahlobor hinten ist. Und hier rein. Wieder Müllmetall, okay. Das ist interessant. Naja, überlebe ich noch einen Steinhall. Da überlebe ich noch ein Steinhagel. Ja. Ich mache das extra. Ich schütte jetzt extra, weil ich eine Attacke gegen Drauron haben will. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir denke. Ja, es klappt, es klappt. Zweimal Kreuzdonner hintereinander, perfekt. Vielleicht dann sollte ich gegen Drauran gewinnen. Ich hoffe, der Gegner setzt auch ein. Komm schon. Nein, leider nicht. Er farmt runter, schade. Aber ein Kreuzdonner würde wehtun. Ja. Drachenklaue brauche ich nicht fürchten. Da überlebe ich locker noch eine. Das wird trotzdem knapp.
Ach, Mist, schade. Hätte ich doch mal geschildert. Ich will mir den Schild aufheben. Drachenklaue ist jetzt nicht so eine starke Attacke. Okay, jetzt muss ich schön. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Energie hat. Also ich glaube, das könnte ein Kampf sein, den wir verlieren hier. Miluetta, ja. Ich weiß nicht, wie viel ein Surfer hier macht. Ja, nicht genug, schade. Oh, wenn wir das irgendwie überleben könnten, aber dann ist noch Dragoran da. Psychoschock. Oh, macht zu viel, macht zu viel. Oh, Meleta am Ende ist echt fies. Ah, okay, wieder das Team, was ich nicht erwartet hätte. Ah, das hat sich schon eingefleischt. Wenn man Dragoran sieht, dass man, ja, wie soll ich sagen, einfach mit Stalobor und Metagross hinten rechnet. Weil das halt das Dragoran-Team eigentlich ist. Ceresio oder so. Stalobor! Oh, das, da will ich den Schaden sehen. Ja. Ich schilde sogar den ersten. Ja, Steinhagel kommt. Okay. Ja, ich mache hier den Sturzbacher Sturzflug und gehe jetzt in Sekrum. Perfekt. Ah, das erste Dialga, sehr schön. Ich hoffe ja, dass ich nochmal zur Attacke komme. Oh, er schüttet. Interessant. Oh, komm schon. Sekrom, Sekrom, Knirscher, 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 Knirscher. Nein, ganz knapp nicht. Wie mache ich das? Kyogre brauche ich eigentlich nicht mehr. Und deswegen gehe ich in Kyogre. Draco ist abgeschwächt. Okay, ich hätte trotzdem schön können, ja. Aber ich krieg den Surfer noch raus. Trotzdem ätzend. Raus hier. Ersetzt ein. Blind. Okay. Bitte kein Spukball. Okay, gut. Ja, ich schilde jetzt. Okay, das war ein guter Schild. Ich darf nicht einsetzen. Perfekt. Da musste ich auf Sofortattacken gehen. Um das zu gewinnen. Aber dass er blind gegen Kyogre eingesetzt hat, das habe ich nicht verstanden. Weil ich hatte doch keine Energie auf den lieben Kai. Vielleicht dachte er, ich hätte eine zweite Attacke gehabt, aber ich war glaube ich kurz vor der zweiten Attacke, ne? Oh, dass der Draco trotzdem, trotz der Abschwächung, so viel Schaden. Ah nee, er war Verteidigung abgeschwächt, ne? Angriff war ja gar nicht abgeschwächt. Ups. Upsi. Ach, das war dann sau doof. Dann hätte ich auch chillen können. Das war dann sau dumm. Ja. Lied ist für mich. Definitiv. Okay. Das nehme ich auch ganz gerne. Also das muss sie jetzt schilden. Ich gehe rüber. Oh, Senkung super. Schilde einmal.
Einmal schädig. Ja, er geht auf Eisenschädel. Warum? Gehe ich jetzt hier auf Knöscher. Hol mir aber zum Glück den Lied. Jäger ist weg. Aber ich hätte nicht schön brauchen. Das ist das Ärgerliche. Okay, wild. Verteidigung sinkt, das ist schön. Boah, das hat Schaden gemacht. Upsala. Ich gehe hier rein. Ja, dich beschädige bestimmt nicht. Kreuzflammen, ja, egal. Ich gehe gleich rüber. Ich heb mir ein Schild für den lieben Kai auf. Na, runterfahren kann es eh nicht. Das kannst du nicht mehr hier gewinnen. Oh, Senkung ist natürlich nicht. Okay, da gibt er gleich auf. Okay. Senkung habe ich natürlich nicht gewünscht. Nehme ich aber trotzdem gerne. Also, haben sie die Läuterfeuer-Senkung irgendwie erhöht? Kann das sein? Kommt mir so irgendwie vor. Aber schon cool, mit Sekrom gegen Dialga zu kämpfen. Und ausnahmsweise zu gewinnen. Ah, da ist jemand vorbereitet. Da ist jemand mal vorbereitet. Ja, ich gehe in Kai. Wutanfall überlebe ich, falls du den überhaupt hast. Ein Knirscher, ja, Knirscher interessiert mich nicht. Und hier einfach ein Blizzard zünden. Hier kommt einfach der Blizzard. Und der tut weh. Okay, das war gerade wild. Drachenklaue überlebe ich. Wobei, eine zweite würde ich sogar schilden. Aus einem einfachen Grund, weil ich den Wechsel haben will. Der Wechsel wäre jetzt echt ultra nice. Ja. Und ich mache jetzt hier Surfer. Blind Surfer einfach. Egal, blinder Surfer kann dann gemütlich ins Zekrom gehen. Weil Zekrom hat so gegen Garados eigentlich nichts zu befürchten. Und wir kriegen Schild, das ist perfekt. Gehen wir hier rein. Ja, hier zünde ich die Knöscher. Und kann jetzt gemütlich in Ho-Oh gehen. Ich fahre aber nicht runter. Ja, du hast eh nichts. Du hast nichts gegen mich. Selbst wenn du Psychokinese hast, das ist mir egal. Ja, jetzt ich noch eine gemütliche Kaskade ab, das ist mir egal. Schild hebe ich eh für Sekrom auf, falls du doch Wutanfall haben solltest. So, jetzt sehen wir, ob du Nassstreif oder Knöscher hast. Also, ne? Mal gucken, was du hast. Nassstreif, okay. Dann habe ich sowieso nichts zu befürchten. Dann kann ich hier bequem runterfahren. Kann ich durchlassen. Knöscher reicht niemals gegen mich. Genau. Und tschüss. Oh, gleich wieder die 100 Siege. Sehr schön.
Dann bin ich auf Seite 3 endlich. Wie viele Kämpfer haben wir noch? Die sind positiv auf jeden Fall. Einen haben wir noch. Perfekt. Das Team macht ultra Spaß, Leute. Keiner hat irgendwie Ho-Oh auf dem Zettel. Kann das sein? Und Dialga Safe Switch gegen Ho-Oh ist kein Safe Switch mehr. Dadurch, dass Einäschern so stark verstärkt wurde, bringt es nichts mehr, mit Dialga gegen Ho-Oh zu kämpfen. Mocke 33. Mal gucken, was du hast. Dialga! Dich sehe ich hier vorne gerne. Okay, vor dir habe ich auch keine Angst. So, Läuterfeuer musst du respektieren. Senkung, ja. Wird trotzdem schön. Oder du hast gut getimt. Donner, ja. Dann kann ich hier gemütlich auf Sturzflug gehen. Der würde jetzt auch schon reichen. Dann gehe ich auf Sekrum. Da du nur Donner Eisenschädel hast. Ja. Xerneas, Vernias, Schwermias. Und bumm. Ich schilde hier. Und Gewalt, jo. Xerneas ist trotzdem weg. Ich habe noch den lieben Kai. Glaube nicht, dass du jetzt mit Dialga reinkommen wirst. Okay. Ja, den Eisenschild überlebe ich. Der Eisenschild wird mir nicht viel machen. So. Was hast du jetzt noch? Oh. So. Dann machen wir Kreuzdonner. Geh hier rüber. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Ja. Also Ho-Oh ist overpowered mittlerweile. Obwohl quasi nur, wie soll ich sagen, Einäschern verstärkt wurde. Aber das reicht bei Ho-Oh schon, dass das ultramächtig geworden ist. Also wirklich ultramächtig. So, kann man sagen, Bullpix, hallo. Gib XL, schade. Ja. Und wir steigen auf 2197. Ich glaube, mit dem Team mache ich heute weiter. Keiner hat irgendwie Ho-Oh so wirklich auf dem Zettel. Aber für die Folge. Interessante Pokémon sehe ich gerade. Ach, es ist ja C-Day. Ups. Habe ich ja glatt vergessen. Sorry. Ja. Oder? So früh? Leute, schreibt es in den Kommentaren. Geht das nicht einfach eigentlich ab 14 Uhr erst los? Habe ich getrunken? Oder was? Hä? Naja, für die Folge soll das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.